Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer brandneuen Ausgabe von Promigeflüster. Heute die Folge 800. Ja, ein kleines Jubiläum, genau. Aber wenn ihr jetzt denkt, ich habe jetzt einen Mega-Superstar da, dann muss ich euch leider enttäuschen. 800 Folgen, das ist eine enorme Leistung, ich weiß. Eigentlich sind es ja wesentlich mehr Sendungen, die entstanden sind, denn man darf ja nicht vergessen, die ganzen Sondersendungen, Extras, wenn irgendwas mal aktuell passiert ist oder auch die Sonntagsgeflüster, Adventsgeflüster, Oktoberfestgeflüster, da hatte ich ja immer wieder noch irgendwelche Sendungen eingeschoben. Aber ganz regulär, wirklich jede Woche, wo ich am Start bin, das sind 800 Folgen. Ich habe es ja durchnummeriert, also von daher kann der Statistik nichts im Wege stehen. Pro Jahr schaffe ich immer so 50 Sendungen, plus minus, genau, weil mehr wie 52 Wochen sind es ja im Jahr wohl kaum. Und wenn man jetzt dann hochrechnet, dann sind in 2 Jahren die nächsten 100 voll, dann haben wir die 900 und nochmal 2 obendrauf, dann sind wir bei 1000 und da lassen wir es dann richtig krachen. Also da lasse ich mir dann mit Sicherheit was einfallen. Heute möchte ich eher mal ein bisschen wieder zurückblicken und natürlich auch in die Zukunft schauen, was ich so in den nächsten Monaten, Wochen mit euch vorhabe. Vielleicht habt ihr auch Ideen, dann dürft ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir auch eine persönliche Nachricht zukommen lassen. Egal wo auch immer, entweder bei Instagram, YouTube, Facebook oder auch per E-Mail, da dazu die Adresse info@promigeflüster.de. Heute hingegen haben wir einige Gratulanten, die sich schon in die Schlange gestellt haben aus den letzten Folgen. Da haben einige Prominente doch ihren Gruß noch hinterlassen. Und da fangen wir jetzt an mit Mischa Kovar. Liebes Promigeflüster, alles, alles Gute und herzliche Glückwünsche zur 800. Sendung. Mein Name ist Mischa Kovar und ich schicke euch ein dickes Busserl. Am 10. März 2007 ging die erste Folge von Promigeflüster online. Damals war es nur ein reiner Podcast, also nur Audio, kein Video dabei. Und ich war ganz schön nervös, denn man wusste ja nie, was man jetzt zum einen erstmal von sich gibt und wer einem zuhört, wie die Resonanz ist, wie es draußen ankommt. Also da war schon noch ziemlich flattern bei mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, obwohl man natürlich ja schneiden konnte und das Ganze ja alles aufgezeichnet wird oder aufgezeichnet wurde. Dennoch war es für mich neu, Premiere. Andererseits war ich auch schon die Jahre davor mit den ganzen Prominenten aus Musik und Schlager, Volksmusik aus dieser Szene unterwegs. Schauspieler hin und wieder auch schon mal getroffen. Aber wenn dann so die ersten doch schon etwas größeren Darsteller vor einem stehen, dann hat man dann doch auch noch ein bisschen Lampenfieber. Das ist ganz klar. Also das erste Interview, das war nur mal so eine reine Ankündigung. Das gibt es übrigens auch noch, wenn er auf www.promigeflüster.de draufschaut und da mal im Archiv stöbert, dann findet ihr da auch die ersten Ausgaben. Ja, das zweite schon, das waren Wolfgang Stumpf und Susanne von Borscher, die ich bei einem Pressetermin in Köln damals getroffen habe. Das war zu einem Film, wenn ich es jetzt richtig drauf habe, beim nächsten Kind wird alles anders. Die beiden spielten ein Ehepaar und wie gesagt, das ZDF hat zu einem Pressetermin geladen. Und damals, ja, haben wir schon ein ganz nettes Interview auch aufgezeichnet.
Ja, wie es weiterging, wie es dann zum Video kam, das kommt dann jetzt im nächsten Take. Jetzt die nächsten Gratulanten. Ich glaube, Johnny Logan und Semino Rossi stehen in der Schlange. Hi, ich bin Johnny Logan und ich wünsche Frank alles the best für 800 Shows mit Promi-Geflüster. Geflüster, Geflüster, Promi-Geflüster, okay? Liebe Promi-Geflüster, hier spricht Semino Rossi und ich möchte euch für die 800 Sendungen alles Gute zum Geburtstag wünschen und ich wünsche mir nur noch mehr 800 und danke, dass euch da mit so viel Liebe gemacht und danke, dass auch mich und meine Karriere unterstützen haben. Vielen Dank. Ja, die ersten Folgen habe ich natürlich mit dem sogenannten iPod aufgezeichnet und natürlich geschnitten. Man konnte noch ein bisschen Musik einblenden, die kostenfreie Musik, teilweise ja, auch ein bisschen O-Töne von den Künstlern selbst. Also da war schon auch einiges möglich. Und dann gab es ein Treffen, ein ja, Wiedersehen damals mit Genghis Khan. Genghis Khan, huha, ihr erinnert euch vielleicht, heute gibt es schon wieder die neue Generation von Genghis Khan, aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu. Ja, Genghis Khan, die hatten ihr Comeback gefeiert bei Carmen Nebel in der Carmen Nebel Show in Erfurt. Ich war natürlich vor Ort, hat mich riesig gefreut, dass ich in Anführungsstrichen, meine Gruppe aus meiner Jugendzeit, die ich damals sehr ja, verfolgt habe und natürlich sämtliche Schallplatten auch mir ergattert hatte, dass ich die endlich mal live treffen durfte. Also drei der damaligen Mitglieder oder von einst, die waren da wieder vereint. Das war die Edina, die Henriette und der Wolfgang. Aufgerundet oder abgerundet natürlich mit neuen Tänzern und ja, was so drumherum dazugehört. Also eine ganz neue Formation. Und nach dem Treffen in Erfurt, nach der Sendung, da hat sich's dann ergeben, da wir uns wirklich so toll verstanden haben und wirklich alles gleich hier auf, ja, wie soll man sagen, wirklich familiär schon irgendwo war. War dann der nächste Schritt. Wir fahren nach Lettland zu einem Konzert und ein Presseplatz ist noch frei. Ja, da habe ich mich natürlich riesig gefreut und ich durfte Genghis Khan nach Lettland begleiten. Und da war dann zum ersten Mal die Videokamera im Einsatz. Und das habe ich beibehalten. Ich möchte Frank Stiller zu seinem 800. Jubiläum bei Promi-Geflüster recht herzlich gratulieren. Er ist ein Dinosaurier in dieser Branche. Er kennt die Branche wie kein anderer und hat immer tolle Berichte. Also alles Gute und weiterhin tolle Berichte. Ja, wir machen nochmal. Das hat ja nicht ganz berührt. Wir springen die Treppe hoch. Ich hab's nicht Warum verstanden? geht's? Nicht alle. Wir springen die Treppe hoch. Wollt ihr da euren Song mit unterbringen? Den kennen wir ja, schon. Ja. Okay. Das ist ja gut. Okay, gut, jetzt habe ich's begriffen. Okay, ich auch. Geht es mit euch beiden, dass ihr so nah seid? Auf die Plätze. Fertig und. Ja. Lieber Frank, liebes Promi-Geflüster, wir gratulieren ganz herzlich zur 800. Folge. Ja, Wahnsinn. Das ist ja, wir waren damals, was vor 10 Jahren, warst du mit das erste Interview, was wir gegeben haben. Und das war sehr, sehr cool. Deswegen bist du bei uns im Herzen, in guter Erinnerung. Mach weiter so. Schön, dass es gibt den Frank. Keiner geht so ab wie du. Du. Wie ein Känguru. Keiner geht so ab wie du. Frankie Deluxe, yo. Zahlreiche Interpreten aus den Bereichen Volksmusik, Schlager und Pop durfte ich hier euch schon vorstellen. Dazu kommen die Schauspieler, die gerne auch über ihre Projekte Auskunft geben,
Und natürlich die Moderatoren sind auch gern gesehene Gäste hier bei uns im Promigeflüster. Also alles zusammen ein bunter Strauß der Unterhaltung. Und dabei ist es völlig gleich, ob die Interpreten erst am Anfang ihrer Karriere stehen oder schon alte Hasen sind. Bei uns hat jeder eine Chance. Bestes Beispiel Vox Club. Wir haben sie ja von Anfang an begleitet und heute sind sie nach 10 Jahren auf der Erfolgsleiter ganz schön nach oben geklettert. Servus miteinander, hier ist der Dommel von den Troglauern. Lieber Frank, ich konnte es gerade nicht glauben. 800 Sendungen Promi-Geflüster, es ist doch Wahnsinn, oder? Also herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute. Ich freue mich auf die nächsten 800 und auf hoffentlich bald. Hallo liebe Gäste der Sendung Promi-Geflüster mit Frank Stiller. 800 Folgen Promi-Geflüster zu produzieren und zu den Menschen zu tragen, ist keine Kleinigkeit. Wir alle feiern mit Frank Stiller seine 800. Folge von seinem berühmten Promi-Geflüster. Es ist eine Plattform geworden, die nicht mehr wegzudenken ist in der Branche. Die Menschen, die es genießen als Konsument, aber auch wir Sängerinnen und Sänger sind sehr, sehr froh, dass dir, lieber Frank, diese Idee damals vor über 16 Jahren gekommen ist und dass du das so lange, so traditionell fortsetzt. Ich freue mich heute schon auf die nächsten 800 Folgen. Deine Monika. Der Tradition bleibe ich natürlich schon noch ein wenig treu, liebe Monika, nur ob es natürlich jetzt nochmal 800 Folgen werden, ich weiß es noch nicht genau, also 16 Jahre, na, mal schauen, wie wir die noch rumkriegen. Natürlich kommt es auf euch an da draußen, auf die Fans, auf die Zuschauer. Wenn ihr uns die Treue haltet und weiter einschaltet und abonniert und liked und teilt, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dann, denke ich mal, werden wir auf alle Fälle noch ein paar Jährchen machen. Denn Interpreten gibt es ja ganz viele noch, also kommen auch immer wieder neue hinzu. Ja, wir bedienen natürlich die ganzen Plattformen. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, YouTube. Das sind so die gängigen. Twitter sind wir zu finden. Und natürlich mit einem Smart-TV-Gerät, also mit den Fernsehgeräten von heute, die ja mit dem Internet verbunden sind. Da sind wir auch mit eigener App auf zahlreichen Geräten zu finden. Ruhig mal schauen. Und wenn dem nicht so ist, dann ruhig mal melden, dann gucken wir mal, wo es hackt und ob man da vielleicht was nachlegen kann. Also auf YouTube, auf den Geräten auf alle Fälle, teilweise aber, wie gesagt, auch mit eigener App. Hallo lieber Frank, ich gratuliere dir zur 800. Sendung Promi-Geflüster. Einfach toll, das sind 16 Jahre, was du schon immer wieder auf den Markt gebracht hast mit deinen schönen Interviews. Ich wünsche dir noch 20 Jahre, dass es du bleibst und immer weiter so weitermachst. Das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Sei lieb gegrüßt. Da Musik bei uns ja nicht zum Einsatz kommt, das hängt ganz einfach mit den Urheberrechten zusammen, weil sonst macht hier gleich YouTube und Facebook entsprechend ein Ausrufezeichen und unter Umständen wird der Kanal gesperrt. Das wollen wir nicht haben. Deshalb gibt es parallel zu den Interviews die Musik der Interpreten auf einem Radiokanal beziehungsweise auf zwei Radiokanälen, einmal Schlager, einmal Volksmusik. Das Ganze zu finden auf der großen Plattform von laut.fm, also www.laut.fm. Und dann / Volksmusik 24 oder Schlager 24. Also laut.fm, / Schlager 24 und Volksmusik 24. Da mal ruhig reinschalten. Da gibt es Musik, Schlager, Volksmusik jeweils rund um die Uhr. Und jetzt bleibt mir einfach nur noch mal Danke zu sagen. Danke den Fans da draußen herzlichst für die Treue, dass ihr die Jahre über alle immer dabei wart. Und natürlich auch ein recht herzliches Dankeschön an mein Team, das mich immer wieder begleitet. Die Kameramänner sozusagen, die Kamerafrauen, die mich da in den Jahren immer wieder begleitet haben und mich tatkräftig unterstützt haben. Ohne euch wird es natürlich nicht gehen. Und damit sind wir mit der 800. soweit schon durch.
das nächste Mal dann wieder mit einem Interviewgast. Ich freue mich schon drauf und sage bis bald, bleibt gesund und ja, wie habe ich es am Anfang immer gesagt, lasst euch nicht ärgern. Genau, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, danke. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.